Hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zurück hier auf der Aufnahmebühne des Theater- und Konzerthaus Solingen. Wir haben wieder ein ganz besonderes Programm für Sie zusammengestellt. Das Salonensemble mit Solisten der Bergischen Symphoniker präsentiert Ihnen heute Stücke aus Musical, der leichten Klassik und Tangomusik. Das Ganze wird moderiert von Horst Kleuser. Viel Vergnügen damit! Hallo, herzlich willkommen im völlig leeren Theater der Stadt Solingen. Leer, was die Menschen angeht im Publikum, aber voller Musik. Die Salonsolisten, sozusagen ein Offspring der Bergischen Symphoniker, die wir in diesen Zeiten ja total vermissen. Keine Konzerte in Solingen, keine Konzerte in Remscheid oder sonst wo. Aber hier und heute gibt's was für die Ohren. Die Salonsolisten gibt es schon seit 6 Jahren. Das sind tatsächlich die Solisten der Bergischen Symphoniker, die die Zeit ein bisschen überbrücken und eingängige Melodien für Sie heute spielen. Da sind so ein paar Sachen bei aus Musicals vom Broadway, die Sie kennen. Und dann fangen wir auch gleich in New York an. Sie kennen alle die West Side Story von Leonard Bernstein. Die erste Idee allerdings war die East Side Story. Und wer ein bisschen der Musik kennt von ihm, der weiß, dass da nicht nur sehr viel amerikanisches Leben drin ist, sondern erst recht das Pulsieren dieser Stadt New York, die wir gerade in diesen Tagen ja eigentlich von einer völlig anderen, einer verzweifelten Seite kennenlernen. Aber auf immer sind die Melodien New Yorks verbunden mit eben der West Side Story, übrigens ein Film, der auch fantastisch ankam in der damaligen Zeit. Und hier hören wir viele, viele Melodien mit den Salonsolisten aus der West Side Story von Leonard Bernstein. Thank you.
ja. Also, da hätte schon ein bisschen Applaus hingehört. Haben Sie so ein bisschen mitgerätselt und Melodien erkannt? Tonight, Tonight oder Maria? Dieses Maria, das kann man sich eigentlich gut vorstellen, so eine Fensterszene wie Romeo und Julia. Und das ist übrigens genau der Originalstoff, an dem sich Leonard Bernstein eigentlich ein bisschen orientiert hat. Und bei manchen dieser Szenen, die die Salonsolisten gerade gespielt haben, mir ging es jedenfalls so, hatte ich auch noch die Szenen aus dem Film im Kopf, diese herrliche Choreografie, mal auf dem Basketballplatz oder in den dunklen Straßen New Yorks. Und dieses jazzige Element ist ja so ein bisschen etwas, wie man es auch von Gershwin kennt. Apropos Gershwin. Das, was wir gerade gehört haben, stammt aus dem Jahre 1957, also 63 Jahre alt. Das nächste Stück ist von George und Ira Gershwin, und zwar aus dem Jahre 1935. Es ist die erste regelrechte schwarze Oper, Porgy and Bess, spielt in Charleston in einer Cat Row-Siedlung, ziemlich runtergekommen, in den heißen, schwülen Sommernächten South Carolinas. Porgy and Bess suchte sich übrigens Darsteller, die gar nicht so berühmt waren oder die beispielsweise eine große musikalische Ausbildung hatten. Einige konnten nicht mal Noten lesen, kamen vielleicht aus irgendwelchen Nachtclubs. Vielleicht trug das auch zu der Originalität und der Authentizität dieser Oper bei, die bis heute nach dem Wunsch von den Gershwins nur von schwarzen Darstellern gespielt werden darf. Und danach, großer Szenenwechsel, wir gehen nach Osteuropa. Anna Tefka, ein ganz berühmtes Musical, ein völlig anderes Musical, gleichwohl ähnlich politisch oder, wenn man sogar sagen will, gesellschaftskritisch. Es spielt im jüdischen Ghetto, Fiddler on the Roof, das ist übrigens der Originaltitel. Und der gleiche Schauspieler, der am Broadway das eröffnet hat, war dann nachher auch in Hamburg bei der deutschen Premiere zu sehen. Der Geiger, das ist ein Motiv in Anna Tefka. Das kommt eigentlich aus einem Bild des jüdischen Malers Marc Chagall, der ja auch im Ghetto gelebt hat und sehr viele Szenen in seinen Bildern und Kirchenfenstern immer wieder aufgegriffen hat. Das Musical, die Melodien gehen Ihnen auch nicht aus dem Ohr und die werden Sie gleich wiedererkennen, hat aber einen ganz ernsten Unterton. Es ist die private Geschichte vor einem politischen Hintergrund und manchmal, wenn man sich erinnert, auch in diesen Tagen, 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, da bleibt einem vielleicht das Lachen im Halse stecken. Wir beginnen aber mit Porgy and Bess von George und Ira Gershwin und danach Anna Tefka. Thank you.
Was sind das für herrliche Melodien? Lange nicht gehört und vielleicht hat der eine oder andere Lust bekommen, sich diese Musicals noch mal anzuschauen oder eine alte Platte aufzulegen. Vielleicht gibt es das sogar auf CDs. Ist ja alles da. Wie gesagt, es war ein tragikomisches Musical seiner Zeit, denn das Ostjudentum war nicht wirklich bekannt und das über diesen musikalischen Weg ein wenig in die Öffentlichkeit zu bringen, war schon ganz gut. Und jetzt machen wir einen ganz großen, sowohl historischen als auch geografischen Sprung, nämlich ins Berlin der 30er Jahre. Das war keine gute Zeit. Aber gleichwohl lief die Unterhaltungsindustrie sozusagen zur Ablenkung eines Volkes, das in den Krieg getrieben wurde, nach wie vor auf großen Touren. Heinz Rühmann, Ilse Werner, all die Großen spielten in Filmen. Und aus einem Film, mit dem Willy-Forst-Film Bellamy, gibt es jetzt eine Melodie, die ja so gar nicht zu dem passt, was wir eben gehört haben. Sie ist unbeschwert, sie ist fröhlich, sie ist frei. Und sie handelt auch nicht vom Moderator, auch wenn es da heißt, du hast Glück bei den Frauen, Bellamy. Bellamy, das kennen Sie, können Sie wahrscheinlich sofort mitsummen mit den Salonsolisten. Thank you.
Bellamy von Theo Markeben, gespielt von den Salonsolisten. Wir kommen nun zu einem Operettenstar und gehen noch ein Stückchen weiter zurück, nämlich in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Das ist jetzt wirklich ziemlich genau 100 Jahre her, als Eduard Künicke verschiedene Operetten schrieb. Und eines seiner bekanntesten Stücke, nicht aus dem Stück Der Vetter aus Dingsdar, aber ein Stück, das Sie mit Sicherheit gehört haben, ist Strahlender Mond. Und danach nehme ich Sie mit auf eine Reise. Wir haben ja eben schon ein Stückchen aus Porgy und Bess gehört, Summertime. Summertime in den Zeiten, wo es zwar schönes Wetter gibt, aber schlechte Aussichten auf einen schönen Urlaub, das ist schon etwas ganz Besonderes. Insofern schauen wir mal, ob die glückliche Reise, die Eduard Künicke damals beschrieb, tatsächlich stattfindet. Er schrieb beispielsweise den Text: Glückliche Reise, schreib mir eine Karte, wenn du angekommen bist. Glückliche Reise, schreib mir einen Brief, wenn du zum ersten Mal küsst. Doch wenn dann lange Zeit kein Brief kommt und du immer noch bleibst, dann weiß ich genau, du bist sehr glücklich, weil du nicht schreibst. Erlaubt im Moment, deshalb man weiß es nicht.
Das war schön, die glückliche Reise. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht, jedenfalls Menschen in meinem Alter. Wenn ich diese Melodie gehört habe, dann habe ich vor meinem inneren Auge Filme mit Joachim Fuchsberger, Hans-Joachim Kuhlenkampf, Heinz Erhardt oder Conny Fröbes und Lieselotte Pulver. Irgendwie haben die so in den 50er, 60er Jahren auch mit solchen Melodien ja ihre Filme begleitet. Und was mir auch aufgefallen ist, diese alten Melodien aus Operetten, die nehmen tatsächlich schon ein bisschen was von den jazzigen Anklängen der Musicals, die 20, 30, 40, 50 Jahre später entstanden sind, voraus sozusagen. Auch die Klarinette, die wir eben von Marlies gehört haben, könnte durchaus auch aus der West Side Story stammen, die wir ja eben schon gehört haben. Szenenwechsel. Ganz andere Musik, ganz anderer Kontinent. Und das passt ein bisschen zu, will man mal sagen, dem Credo der Salonsolisten. Normalerweise, wenn so ein Orchester, und die Bergischen Symphoniker sind ja viel, viel größer, zusammenspielt, dann hat sich alles nach dem Dirigenten zu richten. Nicht nur, dass er den Taktstock hebt, sondern er gibt auch vor, was und wie gespielt wird. Anders bei einem solchen Ensemble. Christian, der Cellist hinter mir, der hat es mir extra erzählt. Wir können sozusagen selbstbestimmt das spielen, was uns Spaß macht, und wir suchen das aus. Und das tun sie. Und dazu gehört beispielsweise eine Musikart, die erst sehr spät nach Europa gekommen ist, der Tango. Der Tango, ganz klassisch in Argentinien natürlich beheimatet, hat verschiedene Väter. Carlos Gardel war einer von denen, der kam bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Und der hatte kurz zuvor Astor Piazzolla gebeten, in seiner Band das Bandion mitzuspielen. Kleiner Schönheitsfehler, der damals nur 14 Jahre alt war. Also verbot der Vater von Astor das Ganze. Aber er setzte seine Karriere fort, oder er begann erst eine ganz, ganz große. Astor Piazzolla wurde eigentlich zum Inbegriff des modernen Tangos. Und wir hören zwei Stücke. Einmal Oblivion und Libertango mit den Salonsolisten. Thank you.
Liber Tango oder Liber Tango heißt es wahrscheinlich, Astor Piazzolla. Und wieder was ganz anderes. Jetzt kommen wir ins England des 19. Jahrhunderts. Sagt Ihnen der Name George Bernard Shaw etwas? Na klar, sicher. Auch Pygmalion? Ja klar. Ja, Moment, was war das noch? Was war das noch? Richtig, Pygmalion war ein Theaterstück, das George Bernard Shaw, der Literatur-Nobelpreisträger und große Dramatiker, niemals vertont haben wollte, sozusagen als Operette oder so. Es sollte bis in die 50er, 60er Jahre dauern, bis das endlich passierte. Und dann bekam es einen weltberühmten Titel, obwohl einige Musical-Komponisten und Kreative, die schon viele Musicals geschrieben hatten, wie Richard Rodgers, Oscar Hammerstein oder Leonard Bernstein, nichts aus Pygmalion machen wollte. Da kam der ziemlich unbekannte Frederick Loewe daher und machte My Fair Lady draus. Und wenn Sie nicht gerade schon ein bisschen bei dem Tango mitgeschwurft haben, vielleicht machen Sie es jetzt, damit Sie morgen nicht sagen müssen, ich hätte getanzt heute Nacht. Thank you.
Tja, eigentlich bin ich nur gekommen, um Tschüss zu sagen. Das war ein wenig Unterhaltung im Theater in Solingen, allerdings ohne Publikum. Aber die Resonanz ist so groß, dass die Salonsolisten sich völlig spontan entschlossen haben, noch die ein oder andere Zugabe zu geben. Also ein Stück, das heißt Salut d'amour, der Gruß an die Liebe sozusagen. Ein Verlobungsgeschenk von Edward Elgar. Ich wusste gar nicht, dass er auch sowas geschrieben hat. Und danach etwas nochmal von Theo Makeben, den haben wir ja eben schon mal kurz gehört. Und zwar, die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Tja, wer wüsste das besser als Sie. Schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank den Salonsolisten. Und wir sehen uns spätestens dann, wenn sich die Bühnen überall im ganzen Land wieder füllen mit wunderbaren Theaterstücken, mit Dramen, mit Opern und natürlich mit der Musik der Bergischen Symphoniker in Remscheid und in Solingen. Vielen Dank. Thank you.